Gleich vorweg, mein Serienranking, nicht euers. Also, okay, gehen wir als allererstes rein. In der ersten Reihe sehe ich direkt Blacklist und Breaking Bad. Breaking Bad für mich legendär. Einer der besten Serien, die ich jemals geschaut habe. Ich packe natürlich nur Serien rein, die ich selber schon geschaut habe. Ne? Viele von den Serien habe ich nicht geschaut. Blacklist würde ich auf Mega machen. Blacklist war eine super, super Serie, aber an einigen Stellen etwas langlebig. Also im Sinne von hat sich hingezogen wie ein Kaugummi. Plus, die Serie ist auch noch nicht komplett final, also da kommen ja noch Folgen. Deswegen würde ich sie jetzt erstmal, ohne das Ende auch zu kennen, auf Mega machen. Was haben wir denn hier noch? Better Call Saul. Schwierig. Boah, ich würde fast das so machen. Blacklist war sehr gut. So würde ich es machen. Better Call Saul, wirklich eine geisteskrank gute Serie, aber nicht so krass wie Breaking Bad. Es macht Sinn. Breaking Bad war ultimativ geil, aber Better Call Saul war nicht genauso geil. Dicht dran, aber genauso geil. Wenn ich jetzt aber meinen Kopf überlege, Better Call Saul und Breaking Bad waren beide besser als Blacklist. So, Dark habe ich nicht geschaut, steht noch auf meinem Zettel. Nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut. Oder ist das Stranger Things? Was ist denn das? Nee, das ist nicht Stranger Things, ne? Gotham habe ich auch nicht geschaut. Game of Thrones. Trotz des Endes, trotz der letzten Staffel. Legendär. Legendär, Digga. Die letzte Staffel hat für viele reingeschissen. Für mich zum Teil auch. Ich habe aber nicht ein Jahr auf die neue Folge, neue Staffel gewartet. Ich habe so durchgesuchtet. Game of Thrones ist legendär, würde ich sagen, oder? Haus des Geldes habe ich nicht geschaut. How I Met Your Mother und so, das ist Big Bang Theory oder wie die Scheiße aus, Digga. Das ist für mich halt, die mache ich nicht mit ins Ranking rein. Oh, ich würde das Ranking auch nicht gefallen. Doch, ich mache sie mit rein. Schlecht Müll, schlecht Müll. So und nicht anders. Habe ich nie gefühlt. Nie gefühlt, die Serien. Fand ich nicht gut. Sage ich auch ganz offen und ehrlich. Habe ich nie gefühlt. Hab nie verstanden, warum das alle gefeiert haben, Digga. Sorry. Nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut, nicht geschaut. Was soll das sein? Habe ich auch nicht geschaut. Peaky Blinders. Puh. Ich weiß, Peaky Blinders war bei euch vielen im Überhype. Ich fand Peaky Blinders auch gut. Ich habe sie sehr gerne geschaut. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, mir waren die Folgen, und da ist jeder unterschiedlich. Ich finde, Serien, wo eine Folge zum Teil eine Stunde, Stunde 10, Stunde 20 geht, ist mir zu lange. Vor allen Dingen, wenn dann nur gesammelt wird. Bei Peaky Blinders waren viele Folgen, haben sich so ein bisschen hingezogen wie ein Kaugummi. Die letzte Staffel, die jetzt final gekommen war, die habe ich richtig wieder gefühlt. Aber unterm Strich würde ich die Serie auf Kategorie Mega tun. So würde ich es machen. Sie war halt auch mal was ganz anderes. Von der Zeit, von der Optik und. Die war schon ziemlich cool. Aber ich würde sie nicht mit Breaking Bad und Game of Thrones in eine Reihe stellen. Sie war aber schon besser für mich als Blacklist, würde ich sagen. Ja, oder nee. So fühle ich mich besser. So fühle ich mich besser. So würde ich sagen, ist gut. So ist gut. Ich werde Geld machen. Es ist mein Serienranking, nicht deins. Du vergisst wirklich Raymond. Ich habe Raymond Reddington nicht vergessen. Aber ich habe Bliss, die alte Nervensäge, auch nicht vergessen. So, weiter geht's. Dann haben wir Prison Break, habe ich geschaut. Ja, war Müll, Digga. Müll. Für mich. Nein, ich mache doch nur Spaß. Prison Break würde ich tun auf... Oh, ich schwanke zwischen sehr gut und mega. Legendär auf keinen Fall, sorry. Mega oder sehr gut. Ich würde sie auf mega tun, auf mega. Prison Break war echt stark, gerade der Anfang. Zum Ende hin hat es ein bisschen hinterhergehangen wie ein Hoden. Man hat die Charaktere, die einzelnen Personen nichtsdestotrotz extremst gefühlt. Die Musik, Ambiente war schon geil. Die letzte Staffel war so Moistimeier-mäßig. Aber ich würde sie auf jeden Fall besser ranken als Peaky Blinders Blacklist, aber nicht die Top-Serie, die ich jemals geguckt habe. Legendär, wenn man es früher von früher kannte. Du hast das letzte Jahr geschaut. ST47, das ist mein Ranking. Und genau deswegen ist es ja auch bei Mega. Sherlock, Digga, war für mich Müll. Sorry.
So viel gelabert, Digga. Eine Folge gegen eine Stunde 20. Ich bin bei der Serie mehr eingepennt als bei der Thai-Massage oder am Strand. Die Serie war wirklich eine absolute Enttäuschung und die einzige Serie, die ich in den letzten 5 Jahren oder so geschaut habe, die ich nicht zu Ende geschaut habe. Die fand ich wirklich scheiße. Viel zu viel Gelaber. Geschmäcker sind verschieden, aber war nicht meins. Fand ich quatschig. Quatschig mit Soße. Punisher haben wir noch. Punisher für mich theoretisch gesehen bei Legendär, weil Punisher, The Punisher war geisteskrank. Dadurch, dass aber leider nach der zweiten Staffel die Serie eingestellt worden ist und man es auch am Ende hin der zweiten Staffel gemerkt hat, dass das eigentlich nicht das ursprüngliche Ende war, würde ich die Serie leider Gottes nur auf sehr gut tun. Die war geisteskrank, ich habe sie wirklich gefeiert, aber eine Serie kann auch dadurch zerstört werden, dass ein Ende passiert, was eigentlich kein Ende hätte sein sollen. Wenn es davon mehr Staffeln noch gegeben hätte, oder, ja, also, die erste Staffel war geisteskrank, Digga. So, was haben wir denn hier noch? Sons of Anarchy. Und da brauche ich nicht lange reden. Sons of Anarchy, ganz klar für mich, auf Legendärstatus. Da gibt es keine zwei Meinungen. Sons of Anarchy mit einer der krankesten Serien, die ich geschaut habe. Ich fand auch wenn das Ende etwas umstritten war, von Anfang bis Ende hat man sich gedacht, Scheiße, was passiert hier gerade? Musikalisch war die Serie super unterlegt mit geiler Musik. Und ich finde, 40-50% einer Serie besteht auch aus Musik. Sons of Anarchy, legendär. Für mich. Stranger Things. Stranger Things ranke ich auf sehr gut. Ich versuch's zu begründen. Am Anfang habe ich die Serie mehr gefühlt als zum Schluss. Und das ist am Ende des Tages natürlich eine Geschmackssache. Aber zum Schluss wurde es mir zu creepy, also zu viel Science Fiction, zu spacig, zu viele Monster und. Am Anfang, als es noch so langsam angefangen hat, fand ich sie besser als zum Schluss. Und zu krampfhaft irgendwie. Aber trotzdem, also alle Serien, die hier im Ranking sind, empfehle ich euch allen zum Gucken. Das auch. Black Mirror nicht geguckt. Breaking Bad habe ich auch nicht geguckt. Daredevil auch nicht. Dark auch nicht. Irgendwie wiederholt sich das hier ein bisschen. Warum habe ich nicht eine Serie hier übersprungen gerade? Irgendwo war doch hier Vikings. Vikings. Eben noch drüber geredet. Also, Vikings würde ich... Vikings bei Mega. Vikings war für mich persönlich, da haben gewisse Schauspielerwechsel stattgefunden, ohne spoilern zu wollen. Gewisse Schauspieler waren auf einmal nicht mehr da, wo man gedacht hat, die wären Hauptcharaktere oder krasse Charaktere. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, trotz dass gewisse Personen, zu denen man eine extreme Bindung hatte, hat die Serie es trotzdem geschafft, dass sie zum Schluss, also bis zur letzten Staffel, spannend war und andere Charaktere, die man eigentlich nicht als Hauptfokus gesehen hat, auf einmal Main Character waren. Ich bin fast geneigt, sie auf Legendär zu tun. Ich lasse sie aber bei Mega. Haus des Geldes habe ich nicht geguckt. So, was haben wir hier noch? Happy, Grimm, Game of Thrones hatten wir schon. Oh, The Witcher. Ja, The Witcher ist ja erst 2 Staffeln draußen. Habe ich beide geguckt. Eine schon ziemlich geile Serie. Ich würde sie bei sehr gut auch einordnen. Auch da fand ich es, je länger die Serie ging, desto mehr Science Fiction zu spacig wurde, die mir sehr gut, würde ich sie ranken. Ich gehe mal alle durch. War es das schon mal was? Ich habe doch noch mehr Serien geguckt. Aber viele Serien, Walking Dead habe ich nicht geguckt. Viele Serien sind hier leider gar nicht drin, Digga, die ich noch geschaut habe. Weil sie vermutlich Amazon extrem exclusive sind oder was? Okay, dann machen wir das klassisch. Ja, keine Ahnung. Also wer das hier von den Mods rausgesucht hat, der hat einen schlechten Job gemacht. Der Profi, Digga. Welche Serie fehlt uns noch? Ganz klare Sache, auch wenn es nur eine kurze Serie war. Ganz klare Sache. Ah, perfekt. Tschernobyl für mich, auch wenn es nur 6 Folgen waren, eine Kurzserie mit einer Staffel, war Tschernobyl für mich von einem anderen Planeten, Digga. War brutal gut. Auch ganz klar bei mir im Serienranking, Gamora. Auch auf Platz 1, also Gamora ist bei mir die Serie, also meine Nummer 1 Serie. Das ist die Serie, die ich am allerkrassesten finde, sage ich euch ganz offen und ehrlich, so wie es ist. Also ich liebe Gamora. Über Breaking Bad, ja. Über Breaking Bad.
Dann haben wir noch, würde ich hier einordnen, würde ich bei sehr gut einordnen, war okay, war ein krasser Hype bei der Serie, war okay, aber keine Serie, die ich mir jetzt zum Beispiel nochmal ein zweites Mal reinziehen würde, ganz offen und ehrlich. Dann auf jeden Fall bei Mega einordnen, Monk. Monk war auch eine sehr, sehr geile Serie, wie ich finde. Bei sehr gut würde ich einordnen, ich glaube so, Ozark. Und auch leider nur bei sehr gut Dexter. Dexter war leider, je länger man das geguckt hat, desto mehr hat man sich darüber aufgeregt. Narcos würde ich auch bei sehr gut einordnen. Die Geschichte um Pablo Escobar war wirklich sehr, sehr geil. Leider Gottes kannte ich schon alle Fakten von Pablo Escobar, weil ich halt alle Dokumentationen über diese Person schon geguckt habe. Deswegen war es ein bisschen an einigen Stellen für mich eher langweilig. House of Dragon, ja, habt ihr recht, House of Dragon. Ja, ist schwer zu beurteilen, würde ich aber auch eher hier einordnen. Ja, der Schauspielerwechsel und so hat schon abgefuckt. Ja, aber ist, ja, nee, es war schon, so würde ich es machen. Und ansonsten, ja, Last of Us habe ich erst 3 Folgen geguckt. Ich spare mir aktuell die Folgen auf, dass ich alles komplett durchsuchten kann. Ja, wir können jetzt noch eine schrecklich nette Familie, Force 38 und den Kram. Aber eigentlich geht es nur um Serien bei Netflix und Amazon. Das waren die Serien, die ich bis jetzt geschaut habe, glaube ich. Und ich muss dazu aber auch sagen, Sons of Anarchy 3-mal geschaut, Breaking Bad 4 oder 5-mal geschaut, ich weiß gar nicht mehr, Punisher 2-mal geschaut, Gamora das 4. Mal geschaut, Chernobyl schon 3-mal geschaut, Monk habe ich, keine Ahnung, wie oft, 5-mal schon geschaut, Dexter 3-mal geschaut. Also ich bin halt leider auch jemand, ich tue mich immer schwer mit neuen Serien angucken. Ich gucke dann auch mal gerne nochmal alte Serien mehr an, die ich schon mal geschaut habe. Ist das nicht langweilig? Nee, Digga, ich find's gerade geil, Alter. Ja, das war mein Serienranking. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich fand, das war ein W-Rating, sage ich ganz offen und ehrlich. Für mich war das ein W. Ein W-Rating.